Hallo und willkommen zurück bei der Pummelrunde mit Leia Sophie und mir, dem Horror-Ejo. Wir waren das letzte Mal ja hier. Und es klingelt ein Telefon. Oh. Ah, hör doch mal auf. Sehr geehrter Herr. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass Sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen möchten, möchte ich doch meinen... Also ich versuche das jetzt zu lesen, aber wenn euch dieses komische Geblirre total auf den Keks geht, dann macht Pause und lest's euch und dann spult vor. Dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen physiologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Please feel free to contact me or my colleague should you wish to discuss a long-term rehabilitation program. Also, man soll ihn, es klingelt immer weiter. Man soll die kontaktieren, wenn man Interesse daran hätte, ein Long-Term Rehabilitationsprogramm, heißt es auf Deutsch. Einfach. Willkommen bei PT. Toll, und ich kann es nicht... Boah, dieses Klingeln. Herrgott, Sakrament noch mal. Ja, das ist, glaube ich, derselbe. Ach, Moment. Also, ich glaube, es ist derselbe. Ihr könnt noch mal kurz gucken. Aber es ist, glaube ich, derselbe. Hallo, ich will... Okay, ich laufe jetzt andersrum. Danke. Ich jetzt. Das ist ja furchtbar nervig. Boah, dieses Klingeln geht mir sowas von auf den Keks. Hä? Oh. Ich bedanke mich hierbei. Dem Beenden des Klingeltons. Boah, meine Güte, war das nervig. Ah, toll, jetzt ist hier eine Wand. Sehr toll. Boah, Leute. Ah, dieser Klingelton ist vielleicht jetzt nochmal... So. Ja, okay. Boah, es tut mir echt leid. Also wie gesagt, also wenn ihr mich deutlich verstanden habt über dieses Klingeln hinweg, dann ansonsten habt's einfach mal angehalten und Restless Memories. Puh,
Hallo? Was ist kranke Erinnerung? Ja, Junge, bei dir ist alles krank. Ich wollte das Licht einschalten, habe einen Tisch hergezaubert. Das Problem ist, ich hätte nochmal um die Ecke gehen sollen. Flapping Horror, be quiet. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern, fressen andere Ratten. Was? So, da ist nix. Ah, komm. Da ist auch nix. Verdammt. Gab es jetzt sicherlich irgendwas, was ich übersehen habe. Hallo? Achso, ja, gut, okay. Also kann man nicht wieder rückgängig machen. Ich frage mich echt, was mit seiner Frau passiert ist. Huch, mit viel Licht ist das doch gleich alles viel schöner. Boah. Ich habe echt... Boah. Also das Spiel treibt einem doch durchaus mal den Gänsehaut... die Gänsehaut ist... Was ist das denn? Der Fahrstuhl! Ich werd nicht mehr... Wir fahren wieder Fahrstuhl... Ach so. Und natürlich ging es nur nach unten, nachdem wir vorhin ja nur nach oben konnten. Also beziehungsweise, ich habe es jetzt nicht so ernsthaft getestet, aber ich habe die Maus kurz hin und her. Abandon hope while you can. Aha. Überschrift zur Hölle. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen, glaub es mir oder nicht. Ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir hatten ja immer eine gute Chance, 50-50, auf einen guten Ausgang, aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch. Ja, okay. Abandon or hope while you can. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Also, über der Höllenpforte steht, all who enter here abandon all hope. Das heißt also, alle, die hier einfahren, lasst alle, die hier einkehren, lasst alle Hoffnung fahren. Das soll angeblich über den Toren zum Höllental stehen. Also, wenn man Dante Alighieri, die göttliche Komödie. Warum bis dato noch kein Horrorspiel mit Dante Alighieri gemacht worden ist, weiß ich auch nicht. Beziehungsweise mir ist keins bekannt. Ich kenne ein Actionspiel, das heißt irgendwie Dante oder sowas. Und der Hauptdarsteller von irgendeinem anderen, von so einem Actionspiel, heißt ja auch Dante, also Devil May Cry. Aber Dante Alighieri, der hat schon kranken Scheiß geschrieben. Puh. Der Tag verging, das Dunkel brach herein und nahm auf Erden die lebendigen Seelen die Last des Tages ab. Nur ich allein begann mich für das heißen Kampf zu stehlen, mit des Erbarmes. Ist schon so lang her. Lest mal nach, also gibt's bei Projekt Gutenberg, glaube ich. Also die deutsche Übersetzung. Hä?
Hallo? Ich wollte doch nur was gucken. Hä? So, jetzt wird hier mal die Wasserrechnung in die Höhe getrieben. Hat eh keine Auswirkung. Ich hätte gerade auslaufen sollen, ne? Haha, ja. Wahrscheinlich. Hallo, guten Tag. Boah. Ach. Silent Floaters, a Clockwork Train. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fälle im Wasser, keine Bäder für mich. Stellt euch vor, oh, der Typ, ich glaube, der hat auch dann halt so seine Art der Schizophrenie. Ich glaube, also da haben sich zwei gesucht und gefunden, ne? Ist so. Hallo? Ah, da. Ich glaube, da hatten sich zwei gesucht und gefunden. Was ja ein bisschen erklären würde, warum. Ach. Jetzt sag nicht, da sind überall so Dinger eventuell dran. Ne. Ich werd nicht mehr. Toll. Ganz ehrlich, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet. Wäre natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn ich deswegen irgendwo nicht reingekommen wäre. Ich glaube, das ist auch jetzt erst. Unser Spiegelbild wird auch, muss ich sagen, immer besser. Hallo? Also, daher kommen wir. Das ist rechts. Links natürlich. Ah, Brickwall. Brickwall. Sehr einladend. Uch. Da wird einem ja ganz... Ganz bäh wird einem da. Boah. Huch. Hey, wir sind wieder an der Kellertreppe. Puh. Wenigstens irgendwas Vertrautes. Ich fühle mich immer wohl, wenn ich irgendwas Vertrautes sehe. Meine Vertraute, die Laute. Ich finde es immer faszinierend, wie viele Kerzen hier in so einem Haushalt überall rumstehen, bei leicht zu entflammenden Sachen, vor allen Dingen mit einer Geschichte. Boah, ich habe gerade einen tierischen Bass auf dem Ohr. Baumelnder Abscheu, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Oh. Ach, wie cool.
Boah, aber dieser Bass, der ist doch furchtbar. Oder... Boah. Sehr cool gemacht. So, das löst sich jetzt alles auf, wie beim Feuer. So, jetzt machen wir wieder. Wie cool! Oh. Oh. Total geflasht gerade. Das. Hä? Okay. Ich sehe gerade nicht so viel, aber hier leuchtet irgendwas, deswegen gehe ich da mal hin. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Oh, meine Güte. Soll das bedeuten, er hat sich sein eigenes Bein abgesägt? Er hat erst aus seinem... Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber... Hat er sein Bein abgesägt? So, ja, da drin gucken wir nicht mehr. Das ist hier... Ach, jetzt fängt das Zimmer auch langsam so an auszusehen wie What if you fail? Wie es ausgesehen hatte, ne? Boah, meine Fresse. Hier diese ganzen Rattenbilder, ne? I hate even now, lost alone, hopeless, you always will be. Du wirst immer ein groteskes Missverständnis. Boah. Yo. Schauen wir uns an, was es das nächste Bild gibt. Ein Fisch? Das ist doch ein Fisch. Wow, wow, wow. What if you fail? What if you fail? Tja. Ignore her. Wow. Ja, alles verkohlt, oder? Oh. Das arme Kind. Wenn man sich überlegt, die Mutter schwerst... Also, beide Elternteile irgendwie totalen Dachschaden. Boah. Drunk. Hä? Oh.
selfish. Delirious. Ach du, du Trollspiel. Wow. Also die Tochter kommt definitiv nach dem Vater. Wow. Wow. Hallo, lieber Teddy. Na, Teddy? Was für ein geniales Spiel. Boah, super. Hey, what is that? Oh. Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work. Er hat den Geburtstag von seiner Tochter vergessen. Oh. Tja. Jetzt sind wir halt bei seinem Kinde angekommen. Ich finde dieses Spiel einfach klasse. Boah. Wie wir hier aus diesem Raum rauskommen und was das nächste ist, was er sich irgendwie abschneidet oder abknipst oder was auch immer, dann, das sehen wir dann. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Layers of Fear bei der Pummelrunde. Tschö.